Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr, wir hören mal wieder bei dem Asiaten rein, bei Zeitmaschine. Ich bin super gespannt auf das Ding. Ich habe mit Asien letztens ist auch schon länger her, beim Splash haben wir ein bisschen gequatscht. Ausgiebig, das erste Mal seit sehr langer Zeit. Ich habe das letzte Mal, das könnt ihr bei meiner Instagram-Highlight nachsehen, als er mit Lumara bei der Reis und Schön Tour in Hamburg war. Da habe ich bis dato, glaube ich, sogar das erste und einzige Mal dann mit ihm gequatscht und ihn in echt gesehen. Oder habe ich ihn? Nee, ich glaube, das war's. Und dann haben wir uns auf dem Splash wieder gesehen. Was echt, der ist richtig breit geworden, Junge. Der hat richtig Muskelmasse zugelegt. Und da haben wir ein bisschen gequatscht. Jetzt hat er einen neuen Track rausgehauen. Und zwar Zeitmaschine. Link dazu natürlich ganz oben in der Beschreibung. Lasst ein bisschen Support und Liebe erstmal dort da. Und das Ganze ist produziert von Marciano Muzik. Ich bin sehr gespannt. Also echt, bei Asien, die Songs haben mich eigentlich immer sehr abgeholt. Und Zeitmaschine hört sich auch nach einem tiefgehenderen Song an. Und das kann er gut, finde ich. Das kann er sehr, sehr gut. Wir hören rein. Ich bin gespannt. Let's go. Definitiv tiefgehend, tiefgründig. Video bei Kuro Arashi. Arash. Kuro Arashi. Du wirst wissen, ob ich an dich denk, ob ich dich vermisst. Ich hab mich so oft abgelenkt und bin so gefickt. Ich will lügen, aber kann es nicht mehr. Ich will nicht denken und verdrängen, hab's nie anders gelernt. Ich will, dass endlich wieder alles gut ist, wie es einmal war. Will vergessen, was geschah, doch die Schmerzen sind noch da. Ich hoffe, die Erinnerung lässt mich in Ruhe. Du wirst wissen, wie es mir geht und ich lächle nur. Oh, shit. Okay, also ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass es eben um die Beziehung geht von ihm und Lumara, die ja zu Ende gegangen ist. Soweit ich weiß, alles sehr cool zwischen denen. Aber I guess es geht darum. Bro, solche Sachen catcht mich immer. Ich sag's, wie es ist. Sowas catcht mich. Weil das ist ehrlich, das sind so raw emotions, man, das sind ehrliche Sachen. Die catchen mich immer. By the way, ganz kurz, ganz off topic gefühlt, aber das Musikvideo hat eine unfassbar schöne Qualität. Ich glaube, ich bin hier gerade in der neuen BBC One Nature Doku drin und sehe ich hier gleich so Ameisen lang tippeln. So eine gute Qualität hat das Musikvideo, Junge. Erinnerung lässt mich in Ruhe. Du wirst wissen, wie es mir geht und ich lächle nur. Das ist so eine Zeile, die jeder checken kann irgendwie. Du willst wissen, wie es mir geht, doch ich lächle nur. Das kann man auf so, muss man sich nur auf Beziehungen oder whatever so anwenden. Diese Zeile, Junge, die ist so, man kennt das, wenn es einem kacke geht oder wie auch immer und jemand fragt, wie geht's dir, und du sagst nur, na, muss halt so, oder ja, ganz gut eigentlich. Und du lächelst so und das ist einfach, dieses Lächeln ist einfach nicht ehrlich so. Wochenlang starr ich im Zimmer nur die Wand an. Wenn es vorbei ist, denkt man immer an den Anfang. In all den Jahren warst du da und ich danke dir sehr. Ich hab getan, was ich... Boah, ey, Junge, er sieht echt krass gebrochen und so. Also man merkt echt, dass es ehrlich ist alles hier gerade. Boah. Krass. Und jetzt kann ich nicht mehr, mir fällt das Atmen so schwer. Ich will dich sehen, du wirst mich sehen, ich erwarte nichts mehr. Auch wenn ich mich nach dir sehne, ich verstecke meine Tränen, die Schmetterlinge sind verschwunden und mein Magen ist leer. Wenn die Zeit alle Runden hat, reiß ich weit in die Zukunft rein. Oder zurück zum Anfang unserer beider Liebe. Hätte ich eine Zeitmaschine, doch nur die Zeit alle Runden heim. Es ist leider ein Wunsch, der bleibt. Wie geil war doch unsere Zeit. Leider habe ich keine Zeitmaschine. Wir haben... Holy shit, Junge. Das catcht mich sehr, sehr doll, muss ich sagen. Krass. Die Zeile, wenn er sagt, wenn die Zeit alle Wunden heilt, dann reise ich einfach in die Zukunft rein, so. Das ist so... Weiß nicht, Digga. Krass, auch dass er die Hook wirklich selber singt, finde ich super angenehm. Geile Entscheidung gewesen, dass er das, die selbst zu singen, Junge. Wow, ey, das catcht mich... Unexpected, doll. Geil war doch unsere Zeit. Leider hab ich keine Zeitmaschine. Wir haben vergessen, uns zu lieben, hast du mal gesagt. Und boah, dass man wirklich nicht viel braucht im Leben. Für mich war das ein harter Schlag. Wir haben gekämpft und dennoch aufgegeben. Ey, ich fühl mich innerlich zerrissen, weil Probleme auf mich niederschlagen. Leicht depressiv an miesen Tagen. Durch dich bin ich gefallen, so wie Kiefernadeln. Du hast mein Herz, ich will es wieder haben. Freunde sind am Start und boah, reden über dich. Ich bin körperlich zwar da, aber irgendwie auch nicht. Mental bin ich gefickt und aktuell kommt keiner ran. Alles fühlt sich so nach Scheitern an. Ey, ich bin nicht sauer oder...
Bro, ey, auch wieder off-topic, in einem sehr emotionalen Moment, aber da sieht man, dass er ein bisschen aufgebaut hat, Muskelmasse. Krass, Junge, das, da habe ich einfach gerade ganz, ganz dicken Respekt, weil das so unfassbar ehrlich ist und er gibt sich so, er zeigt sich so verletzlich und so ehrlich und so. Und das macht für mich wahre Stärke aus, Junge. Und sowas finde ich immer so bemerkenswert, wenn man quasi der ganzen Welt potenziell so seine tiefsten Gefühle zeigt und so zeigt, wie es gerade wirklich ist, wisst ihr? Deswegen ganz dicken Respekt in Asien. Mental bin ich gefickt und aktuell kommt keiner ran. Alles fühlt sich so nach Scheitern an. Ey, ich bin nicht sauer oder abgefuckt. Und ich sag euch ganz ehrlich, er hat den Text gefühlt in 3 Minuten runtergeschrieben, bestimmt, weil das ist einfach so echt und so raw. Man merkt, das war, er hat das runtergeschrieben. Das ist einfach so ehrlich alles hier. Kommt keiner ran. Alles fühlt sich so nach Scheitern an. Ey, ich bin nicht sauer oder abgefuckt. Ich bin nur traurig, weil ich merke, dass ich bei dir keinen Platz mehr hab. Manchmal laufe ich durch das Haus und Egal. such dich. Weglaufen ist nicht mutig. Wenn die Zeit alle Wunden heilt, Boah. reise ich weiter in die Zukunft rein. Oder zurück zum Anfang unserer beider Liebe. Hätte ich eine Zeitmaschine, doch nur die Zeit alle Wunden heilt. Ist es leider ein Wunsch, der bleibt. Krass, Junge. Wie geil war doch unsere Zeit. Leider hab ich keine Zeitmaschine. Leider habe ich keine Zeitmaschine. Krass, Mann. Holy shit. Wenn die Zeit alle Wunden heilt. Junge. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich bin tatsächlich den Tränen ein bisschen nahe gekommen gerade. Junge, emotional as fuck geworden. Holy shit. Digga, also das war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein krasser, krasser Song. Bro, super ehrlich, super aufrichtig. Vielleicht hat es mich noch mehr gecatcht, weil ich Asien auch jetzt persönlich kenne irgendwie, aber so oder so wünsche ich ihm das Allerbeste, ja. Ich bin super, super stolz, dass er diesen Song gemacht hat, so wie er ist, und dass er den so einfach ehrlich und gut, und ich bin so froh, dass es diesen Song gibt, Mann. Keine Ahnung. Ich bin einfach happy, Mann, dass es diesen Song gibt. Ich glaube, es war für ihn auch wichtig, den Song so zu machen, um damit ein bisschen abschließen zu können, das Ganze noch ein bisschen verarbeiten zu können, so. Wunderschöner Song, echt einfach wunderschön. Das Musikvideo auch, habe ich jetzt gar nicht so krass darauf, bin ich gar nicht so krass darauf eingegangen. Das Musikvideo war wunderschön auch am Ende. Der Shot mit der Brücke, wunderschön, wie die Blätter runterfallen. Krass, Mann. Hat mich super, super doll wirklich gecatcht. Also echt schön, wie er die Hook auch gesungen hat. Und Bro, hat mich wirklich krass gecatcht. Wow. Deswegen bitte, jetzt nochmal, vermehrt, geht auf das originale Video, lasst die Liebe da. Lasst einen Kommentar, einen Aufruf da. Digga. Wow, ich bin echt ein bisschen geflasht. Echt richtig geisteskrank. Schöner Song geworden, finde ich. Ey, wir sehen uns auf jeden Fall bei einem weiteren wunderbaren Video. Sorry, dass ich irgendwie so emotional geworden bin. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer natürlich. Und ciao.